Liebe Zuschauer, schönen guten Tag. Wir haben drei bewegende Jahre hinter uns, nämlich die Jahre der sogenannten Corona-Pandemie, die mit vielen Einschränkungen für unser eigenes persönliches Leben auch verbunden war, zum Teil noch ist. Vielen Menschen ist das auf die Seele geschlagen. Viele leiden inzwischen an Depression oder sogar noch mehr. Und ich möchte heute zu diesem Thema mit Herrn Dr. Ingfried Hobert sprechen. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und er ist Ethnomediziner und war viele, viele Jahre in asiatischen Ländern unterwegs und hat viele Erkenntnisse zu uns nach Europa gebracht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Hobert. Hallo, Frau Herrmann. Wir sprechen über die Depression, wir sprechen über die Schatten, die sich auf die Seele gelegt haben, auch bei Menschen, die eigentlich für so etwas gar nicht anfällig waren. Was ist es Ihrer Meinung nach, wir wollen ruhig mal ganz vorne anfangen, warum sind jetzt so viele Menschen anfällig für auch Panikattacken und einfach ein schlechtes inneres, instabiles Gefühl? Ja, also das, was unsere menschliche Psyche sehr stark aufbaut, ist das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Dass ich einfach merke, ich kann mein Leben selbstbestimmt frei entscheiden und meine Aktionen sind auch wirksam und ich kann mich zum höchsten Wohle in irgendeiner Form betätigen und ich sehe, dass das, was ich mache, auch irgendwo Sinn macht. Und das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, war für sehr viele Menschen gerade deswegen herausfordernd, weil sie mit, weil einfach Dinge passiert sind, wo ihr inneres Gefühl, ihre innere Wahrnehmung, ihre Herzenswahrnehmung einfach sagte, hier stimmt etwas nicht. Das kann so nicht sein. Und ihnen wurden Regeln aufgedrückt, die nicht nur gegen den gesunden Menschenverstand gingen, sondern die gegen auch gegen alles, was Naturgesetze angeht, gerichtet war. Und sich da nicht äußern zu dürfen und jetzt im Nachhinein auch häufig die Dinge nicht benennen zu dürfen, das macht dann ein Trauma zu einem echten Trauma, wenn man hinterher noch nicht mal drüber sprechen darf. Und ich habe in meiner Praxis sehr, 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 wirklich sehr viele Menschen erlebt, die verzweifelt waren, weil sie sich eben nicht dementsprechend ausdrücken konnten, wie sie es empfunden haben und in ihrer Freiheit, in ihrer beruflichen Tätigkeit so eingeschränkt worden sind, dass sie zutiefst erschüttert und schockiert waren. Engagierte Krankenschwestern, die ihre Arbeit nicht mehr verrichten konnten in den Krankenhäusern, Arzthelferinnen, Kindergärtnerinnen, Lehrer. Es war unglaublich, wie viele Menschen zutiefst frustriert waren von dem, was da passiert ist. Und wir sind natürlich dann auch zusätzlich noch obendrauf. Das ist mir sehr schnell damals klar geworden, weil ich natürlich als Ganzheitsmediziner natürlich auch immer das Natürliche im Blick habe. Zum Beispiel auch die natürliche Atmung. Oh. Wir atmen einen halben Liter Sauerstoff ein und aus, wenn wir nicht weiter darüber nachdenken. Wenn wir aber sehr bewusst sind, dann werden das 2,5 Liter, wenn wir unsere Atmung bewusst beobachten. Wenn wir aber eine Maske tragen, reduziert sich das sogar auf einen halben Liter, wo wir die Hälfte davon wieder an Kohlendioxid einatmen, dass wir an Giftstoffen gerade mühsam rausgebracht haben. Und das hat auch viele, ich will nicht sagen, Geister vernebelt. Das hat auch zu viel Übersäuerung im Körper geführt. Auch das schlägt rein physiologisch auf das System und hat hinterher auch Nachwirkungen. Denn wenn man an die Zeit zurückdenkt, dann kriegen viele gleich wieder ein neues Unwohlsein. Und das ist aber auch nur ein Aspekt. Wir können sicherlich dann noch andere Aspekte benennen. Ja, also man merkt Ihre ganzheitliche Herangehensweise. Das ist ja ein Großes und Ganzes. Zum Beispiel durch das Maskentragen übersäuert der Körper. Dieses Übersäuern schwächt das Immunsystem. Ein geschwächtes Immunsystem ist auch nicht gut für eine Seele, die sich stabilisieren will. Also es ist eigentlich ein Teufelskreislauf gewesen. Ich stelle jetzt mal eine kurze gesellschaftliche Frage, bevor wir dann da wieder hineinkommen in diese interessante Thematik, was man nämlich tun kann jetzt. Jetzt gehen ja so manche
Prozesse los. Das heißt, man muss sich entschuldigen oder der Gesundheitsminister, der frühere Herr Spahn, der hat ein Buch geschrieben, da hieß es, wir haben uns jetzt viel zu verzeihen und es geht jetzt darum, wer muss wem verzeihen. Es kommen jetzt auch die Nachteile dieser Zeit in die großen Medien. Also das wird breit darüber berichtet, die Schulschließungen waren falsch und diese ganzen Lockdown-Maßnahmen, so streng wie sie in Deutschland durchgeführt wurden, wurden sie in wenigen Ländern nur so lange durchgeführt. Glauben Sie, dass dieses Aufbrechen dieser unausgesprochenen Gedanken, gerade bei Menschen, die jetzt an der Seele leiden, dass diese Publikmachung schon auch ein Schritt für die Heilung der Seele sein kann? Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Wir wissen, wenn solche Dinge angesprochen werden, diskutiert werden können, Hauptsache, es wird ausgesprochen und kommt ins Feld rein, dass man sich äußern darf, dass man das jetzt nochmal bearbeitet. Ob dann der eine oder andere Recht hatte oder nicht und ob der eine oder andere sich da jetzt schuldig fühlen müsste oder nicht, auf der Ebene wollen wir gar nicht gucken. Wir wollen einfach nur benennen und hinschauen, damit wir es beim nächsten Mal besser machen und verstehen, welche subtilen Ängste dort angesprochen worden sind. Das sind viele Ängste noch in uns drin, die uns gar nicht gut tun. Und wir haben uns selbst im Prinzip dieses Feld geschaffen, nicht? Die einen, die Angst hatten vor dem übergriffigen Staat, die anderen, die Angst hatten, am Virus zu sterben, nicht? Also Ängste der Politiker, falsche Entscheidungen zu treffen, die Angst der Medien, einen von da oder da auf den Deckel zu kriegen, der vorauseilende Gehorsam vieler Medienvertreter, nicht? Die Medien haben ja alles nochmal zehnfach verstärkt in die verkehrte Richtung leider. All diese Dinge müssen ja irgendwann mal benannt werden, aber nicht um Schuldige an den Pranger zu stellen. Natürlich würde ich auch gern diesen Menschen kennenlernen, der auf den Kanarischen Inseln oder auf Sylt den Menschen verboten hat, an den Strand zu gehen oder ins Meer schwimmen zu gehen. Die würde ich schon gerne mal persönlich mir anschauen und schauen, was das für Menschen sind, die solche Entscheidungen getroffen haben, aus reinem Interesse. Und würde gern dem mal auf die Spur kommen, was die dazu getrieben hat, nicht? Welche Ängste einen Verantwortlichen auf Sylt oder an der ganzen Nord- und Ostseeküste dazu gebracht hat, Menschen zu verbieten, an den Strand zu gehen. Das würde mich schon interessieren, weil das ist ja zu höchst unnatürlich und wirft ja ganz große Fragen auf, was mit diesen Menschen passiert ist, die sich an dieses Feld angeschlossen haben. Und da wird einem natürlich vieles aus unserer deutschen Geschichte, wird einem natürlich dann auch vieles klar, wie schnell sowas gehen kann. Sehr interessante Gedanken, die Sie da äußern. Wir gehen jetzt trotzdem wieder zu Ihrem Fachthema zurück, wobei auch die Behandlung der Seele oder das genaue Hinschauen, warum reagiert jemand, in welcher Situation, wie, natürlich zu Ihrem Fachgebiet mitgehört. Aber Sie haben gerade den Satz sinngemäß gesagt, man schafft sich dann auch selber so ein Umfeld, in dem es dann eigentlich so langsam, aber sicher abwärts geht mit der Laune, mit der allgemeinen Befindlichkeit. Man gerät aus der inneren Balance. Vielleicht je mehr diese Nachrichten publiziert werden, umso schwieriger wird's für einen selber dann. Während den Anfängen ist ja ein altes, wichtiges Wort, aber wie kann man, wenn man merkt, ich bin da gerade am Abschmieren, wie kann man sich dem entgegenstellen? Ja, das ist sicherlich eine der ganz großen Themen, nicht? Wenn wir da reinschauen und gucken, welche unglaublichen Kollateralschäden wir produziert haben, welche unglaublichen Kosten, welches unglaubliches Leid Kindern hier, also was hier erzeugt wurde, dann kann einen das natürlich schnell sehr stark frustrieren, aber es wirft uns immer wieder auf uns selbst zurück und auch der Rückzug in die eigenen vier Wände, das Rausgehen aus der Überaktivität draußen, das hat natürlich auf der anderen Seite auch sicherlich noch eine positive Kehrseite, die aus meiner Sicht nicht das ganze Spiel wert war, aber die trotzdem zu benennen ist, weil es hat uns Menschen dazu gebracht, uns mal wieder zu besinnen, zur Besinnung zu kommen und an der eigenen inneren Souveränität wieder zu arbeiten. Wir sprechen im Ayurvedischen von der sattvischen Souveränität, nicht? Von der inneren Klarheit, von der Wachheit, von der Fähigkeit, wieder Wesentliches
von Wichtigen und von Unwichtigen zu unterscheiden, den Berg vom Maurushügel zu unterscheiden, nicht? Wieder ein Gefühl zu bekommen für das, was meine Seele braucht, was ich brauche, um ein erfülltes Leben zu leben und wo ich eigentlich nur Programme abarbeite, die aus meiner Familiengeschichte, aus meiner Erziehung kommen, wo ich so viel meinen Eltern abgeschaut habe, dass ich so konditioniert bin, dass ich einen Riesenteil meiner Freiheit aufgegeben habe zugunsten dieser Gewohnheitsprogramme, die ich immer und immer wieder in der gleichen Weise bediene. Und so hat jede Krankheit oder auch jeder wieder Lockdown zwingt zum Innehalten und sich wieder zu besinnen, wo bin ich eigentlich, wo stehe ich und ist das der Platz, an dem ich leben, lieben, essen, arbeiten möchte? Oder bin ich hier nicht eingeladen, das Geschenk meines Lebens ganz anders zu feiern und meiner Lebendigkeit in ganz anderer Weise Ausdruck zu verleihen, als mich jeden Tag in immer mehr vom selben zu verzetteln? Und das ist sicherlich die positive Seite von Krankheiten, von solchen lebenseinschränkenden Umständen, sich selbst wieder neu zu erfinden und, ja, wie Goethe schon sagte, dann wie der Phönix aus der Asche, aus der Depression wieder aufzuerstehen und der Flügel, der Seele wieder Flügel zu verleihen, denn die Seele war zutiefst beleidigt auch in dieser Zeit. Und hier ist natürlich Meditation, Yoga, Tai Chi, verschiedene Körperübungen, Atemtechniken ganz, ganz wichtig. Und das sind dann natürlich Hilfsmittel, die uns helfen können, den Geist zu klären und wacher, klarer die Entscheidungen zu treffen. Also man merkt ja an Ihrer Herangehensweise diese deutlichen Einflüsse aus dem asiatischen Raum, wo Sie lange geforscht haben und mit großen Medizinern auch zusammen entwickelt haben und geforscht haben. Und es geht immer um den ganzheitlichen Blick. Also das heißt, wir können durch eine innere Bewusstmachung unseres eigenen inneren Kerns, unserer Seele oder des Geistes, können wir schon ein Stück weiter kommen, auch alleine. Manche suchen sich Hilfe. Sie sprechen von Atemübungen. Andere sprechen wiederum davon, dass man der Seele auch etwas Gutes tun kann durch eine andere Ernährung, vielleicht auch durch das Fasten. Wie sehen Sie das? Was kann man da tun? Manche trinken Johanniskrauttee zum Beispiel. Naja, im indischen Atman, nicht, die große Seele, der große Atem, das ist Seele und Atmen sind da eigentlich eins. Das heißt, mit jedem bewussten Atemzug ehren wir eigentlich unseren Körper, ehren wir unsere Seele. Und bewusst zu atmen ist einer der ganz, ganz großen Schlüssel. Und wenn da ein Körper atmet, der nicht völlig vergiftet ist von Zucker, von Transfettsäuren, Omega-6-Fettsäuren und üblen Dingen aus der Fleischindustrie, wenn das auf einen reinen Körper stößt, dann ist unser ganzes System natürlich in der Lage, viel wacher, viel vorausschauender, viel tiefer die Schönheit des Lebens zu begreifen und mit viel mehr Dankbarkeit und Liebe zu dem, was ist, das ganze Leben zu betrachten. Und dieses innere Selbstvertrauen, was sich daraus entwickelt, diese innere Kraft, die dadurch wächst, und die lässt uns dann natürlich souveräner durch das Leben schreiten und auch mit mehr Gemütsruhe, mit mehr Gelassenheit all das Schöne, was die Welt, was das Leben zu bieten hat, genießen. Und wir können diesen Prozess können wir unterstützen, nicht? Wenn wir dorthin wollen und die Entscheidung getroffen haben, ist natürlich mal der erste Schritt, können wir diesen Prozess unterstützen mit Rezepturen aus der tibetischen, aus der chinesischen Medizin. Rezepturen, die seit Hunderten von Jahren dort angewandt werden, um den Geist zu fokussieren, um klarer, wacher das wirklich Wesentliche vom scheinbar so Wichtigen unterscheiden zu können. Denke da an die Rezeptur Sisyphus 9 aus der traditionellen chinesischen Medizin. Eine Rezeptur, die die Mitte, das Erdelement stärkt, die innere Verwurzelung festigt, sodass man dadurch wacher und klarer wird. Oder die Lungenrezeptur aus der tibetischen Medizin, die uns vom Dalai Lama vor 20 Jahren entdeckt, diese Rezeptur. Aber es hat 5, 6 Treffen mit dem Dalai Lama gebraucht, bis er mir diese Rezeptur verraten hat, die ich unglaublich spannend finde. Nicht? 20 tibetische Heilkräuter zusammengemischt unter diesem Aspekt,
wie kann ich das Leben aus einer wacheren, klareren Perspektive betrachten und damit mehr Beobachter meiner Gedanken, meiner Gefühle sein. Denn ich bin nicht der Gedanke, ich bin auch nicht das Gefühl, dass ich ist nur der Beobachter und Gedanken, Gefühle kommen und gehen wie Objekte. Wie Gerald Hüther immer so schön sagt, das Subjekt bin ich und alles um mich herum sind Objekte. Eben auch meine Hand ist nur ein Objekt, mein Gedanke ist ein Objekt, mein Gefühl ist ein Objekt und all diese Dinge kommen und gehen. Und wenn ich das begreifen kann, diese indische Weisheit, dann kann ich aus dieser Beobachterrolle das Leben viel souveräner betrachten und falle nicht in jedes Angebot, das mein System mir macht, mit Wut oder Angst oder Trauer hinein und lasse mich dann in der Angst verführen von Menschen, die ganz andere Absichten haben, als es eigentlich meiner Seele und meinem Naturell entspricht. Also das heißt, ich lasse mich nicht mehr denken, sondern ich beobachte, was ich denke und dementsprechend kann ich ja meinen Gedankenfluss durchaus auch kontrollieren. Ja, ich bin mir bewusster dieser Gedanken und er kann klarer erkennen, welche Gedanken sind eigentlich förderlich, bringen mein Leben zum Florieren, unterstützen mich in meiner Lebendigkeit, in meinem lebendigen Ausdruck und welche Gedanken schränken mein Leben ein und lassen es möglicherweise sogar verkümmern. Und unser Ziel ist ja, dass wir das Schönste von uns in diesem Leben zur Entfaltung bringen und nicht als Kümmerversion dessen enden, was hätte aus uns werden können. Das kann dann ein sehr trauriges Ende nehmen. Und so lade ich Menschen immer wieder ein, wenn sie zu mir, zu einer Kur, ein Stein oder mehr kommen, ja, diesen Punkt in sich, diesen Ankerpunkt in sich wiederzufinden, um von diesem Ankerpunkt aus dann mit neuer Kraft in die Welt zu gehen. Um es auch mit Goethe zu sagen, stirb und werde. Also das heißt, die alten Muster, die uns eigentlich in diese Schleife gebracht haben, zu durchbrechen. Ja, genau. Ja, das heißt mit anderen Worten, es kann natürlich nur jemand den Weg finden, der dazu bereit ist. Es gibt viele Menschen, die gar nicht darüber nachdenken, dass sie eigentlich viel mehr selbst in der Hand hätten und es ihnen besser gehen könnte. Während es andere Menschen gibt, also viele sind bei uns auch hier im Telegram-Kanal, die viel tun, um sich weiterzuentwickeln. Und wir haben hier auch 3 spannende Jahre im Telegram-Kanal gemeinsam hinter uns, wo wir so die einen oder anderen Versuche oder auch unsere Kräuter selber getrocknet haben und so weiter. Und das ist dann natürlich der beste Weg, um zu sich selber zu finden. Denn es ist ja eigentlich, was Sie beschreiben, ist ja eine Suche und ein Finden des eigentlichen Ichs, der eigentlichen Persönlichkeit. Absolut. Und wir haben so viele wunderbare Geschenke mitgekriegt, so viel angelegte biologische Potenziale. Wenn die alle gut laufen, wenn die alle funktionieren, wir sprechen ja auch von Transzendenzorganen, nicht? Der Darm ist zum Beispiel solch ein Transzendenzorgan, weil im Darm werden die Hormone gebildet, die Vorstufen, die dann zum Serotonin und zum Melatonin, dem Glückshormon und dem Schlafhormon führen. Das heißt, jede Depression zum Beispiel muss immer über den Darm behandelt werden, sonst ist es eine lächerliche Behandlung, wenn der Darm nicht mitbehandelt wird. Hier ist sozusagen der Nährboden für die Depression und wenn der Darm nicht mitbehandelt wird, dann kommt man an der Stelle auch nicht weiter. Oder auch der Omega-Fettsäurespiegel spielt eine gewisse Rolle, weil unsere Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, hängt davon ab, wie viel Prozent des roten Blutkörperchens aus aquatischen Omega-3-Fettsäuren bestehen. Ein ganz wichtiger Punkt, weil nur dann ist unsere Wahrnehmung auch klar genug. Unser Vagusnerv, der Dirigent der Selbstheilung, der Dirigent des visionären, vorausschauenden Denkens und Fühlens, auch der muss in einem gewissen Tonus sein, um über sich hinauswachsen zu können. Und das, was wir so als Körperfunktion mitbekommen haben, die können eben, nicht wie ein Fahrradschlauch, ich kann jeden Tag mit einem Fahrrad zur Arbeit fahren, das nur zu 20% aufgepumpt ist. Ich kann aber auch ein Bild davon entwickeln, wie könnte sich Leben anfühlen, wie könnte sich Fahrradfahren anfühlen, wenn alle Reifen zu 100% aufgeblasen sind.
dann radelt es sich plötzlich leichter. Ich kann viel weiter fahren, viel leichter fahren. Ich kann auch mal hinter die sieben Berge schauen. Und so geben sich viele Menschen mit einem Bruchteil dessen zufrieden, was eigentlich an Möglichkeiten in uns drinsteckt. Und wenn die Seele wieder Flügel bekommen darf, dann braucht es dazu einen gesunden Körper. Und den können wir sehr gesund erhalten. Und ich sage immer wieder, alles ist möglich. Auch Krankheiten, alles, was kommt, kann auch wieder gehen, ohne jede Ausnahme. Alles ist möglich. Es liegt in unserer Hand, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass der Körper sich wieder selbst reorganisiert und seine natürliche Balance wiederfindet durch ein natürliches Leben, wo wir uns auch den natürlichen Erregern stellen, die ganz natürlicherweise auf uns zukommen und die als Mikro-Challenges unser System immer wieder herausfordern und stärken. Ziehen wir uns davor zurück, verschanzen wir uns hinterm Sofa, dann fehlt uns die nötige Herausforderung, um entsprechend wachsen und reifen zu können. Man merkt, dass Sie auch mit den Lamas in Tibet viel zu tun hatten. Weise Worte. Vielen, vielen Dank für Ihre hilfreichen Informationen. Mögen viele Menschen davon berührt werden und ihre Schlüsse daraus ziehen. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen, Frau Hermann.